Digitale Bilder werden durch die Angabe der Bildpunkte Pixel in unterschiedliche Seitenverhältnisse, zum Beispiel 4 zu 3 oder 16 zu 9 und Bildformate aufgeteilt. Also 4 zu 3 wäre ungefähr so. Und 16 zu 9 wäre ungefähr so. Also du siehst halt, das sind so die Verhältnisse. Wir haben hier sozusagen wo wir hier 3 Einheiten haben, haben wir hier 4 Einheiten. Und wo wir hier 16 Einheiten haben, haben wir hier 9 Einheiten. Deswegen ergibt sich hier dieses Verhältnis 16 zu 9 bzw. 4 zu 3. Und jetzt ist eben zu gucken, manchmal hat man ja unterschiedliche Pixelanzahlen. Hier hat man zum Beispiel bei diese 1024 zu 768. Das ist ein Klassiker hier für 3 oder für 4 im Verhältnis zu 3. Oder man hat zum Beispiel auch 1920 zu 1080. Das ist so ein Klassiker. Oder 1280 zu 720. Dieses YouTube-Video, das ist 1280 zu 720. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel für 16 zu 9. YouTube unterstützt nur diese 16 zu 9 Geschichten. Und in A soll man jetzt mal gucken, welche der folgenden Bildformate eigentlich ähnlich sind. Und da muss man jetzt erstmal sortieren. Also bei A, ich würde zum Beispiel danach sortieren, welche sind im Verhältnis 4 zu 3? 4 zu 3 sind zum Beispiel, also da müssen wir einen Taschenrechner dann ansetzen, wenn wir teilen 640 geteilt durch 480 Pixel, dann kommt dabei exakt raus 4 Drittel, also 4 zu 3. Somit haben wir jetzt hier schon mal 640 mal 480, das gehört hierzu. So. 1280 Kreuz 720, also mal 720, das ist so ein typisches Beispiel für 16 zu 9, das ist dieses YouTube-Format, das können wir hier drunter anfügen, 720, so, mal gucken, wie geht's weiter, 1366, also hier müssen wir wieder teilen, 1366 geteilt durch 768, da lande ich bei, bei 1,7786. Mal schauen, ob das hier überhaupt irgendwo 1366 mal 768. Ja, das geht dann schon in Richtung 16 zu 9. Also wenn man sagt 16 geteilt durch 9, das sind dann ungefähr 1,777. Das heißt, das müsste ich hier also auf diese Seite mit dazu schreiben. Und 800 zu 600. Wenn du das teilst, dann kommt wieder 4 zu 3 raus. Also das Verhältnis 4 kreuz 3. 800, 600. Okay. Und außerdem hier natürlich auch noch 600. Und hier natürlich auch 1024 mal 768. Das soll hier eine 4 sein. Und bei dem 16 zu 9, da fehlt jetzt nur noch... da fehlt nur noch 1920 mal 1080. Also wenn du dich ein bisschen mit Bildern auskennst oder so weiter, dann wäre dir das jetzt hier wahrscheinlich super leicht gefallen. Aber auch so, denke ich mal, kann man das ganz gut verstehen. Aber wichtig ist, diese Einzelnen, die jetzt hier in einer Zeile stehen, die jeweils 3 Bildformate, die sind sich gegenseitig ähnlich. Aber die beiden hier zum Beispiel sind sich nicht ähnlich. Oder diese beiden, die sind sich nicht ähnlich. Aber diese beiden hier, die sind sich ähnlich und diese beiden sind sich ähnlich, eben weil sie dieselben Formate haben, die beiden dieselben Verhältnisse von Länge zu Breite. Ja, so, dann Aufgabe B. Jonas hat im Strandmatteurlaub ein Foto mit 3264 mal 1836 Pixel geschossen. Bei welcher Bildschirmauflösung kannst du dir das Bild verzerrungsfrei anschauen? 1280 mal 720 oder 1024 mal 768 Pixel? Dazu musst du jetzt natürlich wieder 3264 teilen durch 1836. Du setzt quasi das Seitenverhältnis des Bildes ins Verhältnis. Dann kommt da raus, kannst du ja mal so dran schreiben, 1,77 und so weiter. Das ist das Verhältnis von 16 zu 9. 16 zu 9 sind 1280 mal 720 Pixel. Das heißt, das ist jetzt auch die Antwort bei einem Bildschirm von 1280
mal 720 Pixel kann er sich das Bild verzerrungsfrei angucken. Ansonsten, also auf dem ganzen Bildschirm, ansonsten wird das so verzerrt und nicht mehr so richtig schön dargestellt. Ja, also auch hier wieder Seitenverhältnisse oder Seitenlängen jeweils ins Verhältnis gesetzt und geschaut, womit ist das ähnlich. Das ist mit dieser Bildschirmauflösung hier ähnlich und deswegen passt es. C. Nun schneidet er einen Ausschnitt des Fotos auf eine Breite von 600 Pixeln. Wie viele Pixel Höhe muss der Ausschnitt haben, um auf einem 1024x768p Bildschirm verzerrungsfrei abgebildet zu werden? Also, das ist der Bildschirm hier und das haben wir ja schon gesagt, das ist ein 4:3 Bildschirm. 4:3 Bildschirm. Und wenn er jetzt 600 Pixel ausgeschnitten hat, das heißt, er hat dann sozusagen hier 600 Pixel in der Länge ausgeschnitten. Das heißt, die Frage ist, wie hoch, welche Höhe darf jetzt dieses Bild haben? Müssen wir jetzt also wieder umstellen so ein bisschen. Also 4:3 ist gleich 600:x. Ja, also wir haben ein Verhältnis 4:3 laut Aufgabe, nämlich 1024x768p Bildschirm, das ist auch 4:3. Und wir haben schon mal die Länge mit 600. Wie groß darf jetzt das x sein? Das muss man jetzt umstellen. Einmal rechnet man beide Seiten mal x. Dann hat man 4/3 mal x ist gleich 600. Und jetzt wollen wir das x auf der linken Seite freistellen, also mal 3/4. Dann bleibt auf der linken Seite noch das x stehen, weil sich das 4/3 kürze ich jetzt raus mit dem 3/4 meines Rechenauftrags. Ist gleich 600 mal 3/4. So, das ist wiederum gleich. 600 mal 3 sind 1800/4. Und das ist gleich, boah, okay, das muss man schriftlich machen, ist gleich 450. Na, ist ja doch noch eine recht glatte Zahl geworden. Das heißt, hier 450 Pixel darf sozusagen die Höhe des Bildes haben von diesem Ausschnitt, den Jonas da gemacht hat. Wenn ich 20 geteilt durch 4 teile, habe ich natürlich 5. Und im Nenner 12 geteilt durch 4 ist 3. Das heißt, 5/3, 5/3, die Seitenverhältnisse sind gleich. Also, die beiden sind sich nicht die beiden, nicht Jonas und Steffen sind sich nicht ähnlich, die sind sich ziemlich unähnlich. Aber die beiden Vierecke, also die beiden Fußballfelder, die beiden abgesteckt haben, sind sich ähnlich. Und das stellen wir jetzt hier auch nochmal fest.